dass ihr euch heute unter ja, der schadenblauen Himmel jetzt ist ein bisschen kühler geworden, dass ihr hier seid und mit uns feiert für den Frieden, für Gleichberechtigung und für Nächstenliebe. Vielen, vielen Dank, Berlin! So. Also jetzt nochmal zurück zum Fall. Also das kann ich tatsächlich nicht im Zeitraffer erzählen, aber ich kann sagen, dass mein Leben einfach sehr, sehr unter Fremdbestimmung gelitten hat. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, das gerade Menschen, die queer sind, kennen. Egal, ob es aus der eigenen Familie ist oder aus der Gemeinschaft selbst, gibt es immer einen fremden Blick, der immer mit Klischees und Stereotype verbunden ist. Und Roma und Sinti sind die älteste Minderheit hier in Deutschland. Wir sind seit über 600 Jahren Deutsche. Wenn ihr es genau wissen wollt und mehr Informationen darüber haben wollt, es gibt hier genau da ist das Mahnmal der Sinti und Roma, der Ermordeten. Da könnt ihr hingehen und euch drüber informieren. By the way, die Bundesregierung und die Deutsche Bahn planen, dass dieses Mahnmal abgerissen werden soll. Pfui! Genau das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil es geht darum, dass das Leid und das Sinti und Roma nicht sichtbar gemacht wird in Deutschland, obwohl Deutschland eine ganz, ganz große historische Verantwortung trägt, dass der Genozid an über 500.000 Menschen hier in Deutschland und in Europa passiert ist. Deshalb, wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen euch als Alliierte und als schwuler Roma, der zweifacher Vater ist, dreifacher Großvater ist und erst 43 ist, weiß ich ganz genau, was das für ein krasser Weg ist, um sowas umzupolen. Deshalb, we need you. We need you. Vielen Dank für diese Worte, Gianni. Du hast, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch fragen soll, aber ich würde gern wissen, was dich gerade so richtig wütend macht. Das ist etwas, was mir das Blut zum Kochen bringt. Ich möchte da ganz kurz eine Anekdote erzählen. Als ich nach Berlin gefahren bin, ich bin mit der Bahn gefahren. Ich hatte das Glück, erste Klasse-Ticket zu bekommen. Und irgendwann bei Hannover stieg ein ukrainischer Mann ein, der Deutsch gesprochen hat und versucht hat, Geld zu sammeln für Menschen, die gerade wirklich hier in der Nöten sind. Und er kam in die erste Klasse rein. Wir hatten bei Hannover 5 Minuten Aufenthalt. Und da war ein weißer, etwas älterer Mann mit seiner Frau in der ersten Klasse und der fühlte sich von dieser Aktion sehr provoziert und fühlte sich gestört und hat seinen Unmut darüber laut gemacht. Und wir saßen alle in der ersten Klasse und kein Mensch hat was gesagt. Und ich stand hinter ihm und habe ihn darauf angesprochen, habe gesagt, sagen Sie mal, finden Sie es anständig, in der heutigen Zeit Menschen, die auf der Flucht sind, die kein Geld zum Essen haben, geschweige denn irgendwie irgendeine Sicherheit haben hier in unserem Land, dass sie die so verhöhnen in ihrem scheiß erste Klasse Wagen mit ihrem scheiß Gulasch. Das hat mich wütend gemacht. Das hat mich wütend gemacht. Dieses weiße, fette Privileg, was viele Menschen hier haben und Solidarität nur irgendwie als, keine Ahnung, Teilzeithobby sehen. Nein, werde zu SolidaritäterInnen und Ukrainer und Roma und alle Menschen, die hier marginalisiert und mehrfach diskriminiert sind vor allen Dingen. Menschen mit Behinderungen, Transmenschen, Menschen mit Migrationsvor- oder Hintergrund, Sinti und Roma, schwarze Menschen, BPOC und alle anderen, die in unserer Gesellschaft vulnerabler sind als die Heteronormative, die müssen wir emporheben, Deutschland. Nur so kriegen wir das hin. Wir kriegen das nicht anders hin. Wenn wir anfangen, den heteronormativen weißen Cis in den Arsch zu ficken, erst dann haben wir es geschafft, die Macht und Namen umzudrehen. Und ihr seid der beste Beweis dafür, dass ihr auf dem besten Weg dorthin ist. Nie wieder leise. Nie wieder leise. Vielen Dank. Danke, Jovanovic, für diese Worte. Vielen Dank, Stripey, dass du hier warst und uns davon erzählt hast. Vielen Dank, Jungs. Und jetzt haben wir ein Video für euch von Artists for... Achso, es geht jetzt weiter mit... es gibt gar kein Video für euch. Entschuldigung, ich habe falsch gesagt. Sondern wir haben jetzt einen Live-Act. Und zwar, die Jungs werdet ihr kennen. Wir haben jetzt für euch hier auf der Bühne Revolverheld. Danke an euch und los geht's! Hallo Berlin, schön, dass ihr alle da seid.
wie nie. Die Wellen schwappen über ein Deich. Nächstes Jahr, wo nicht mehr reicht. Lass es uns schnell zusammenräumen. Aber wohin mit all dem Schrott? Vielleicht fragen wir den lieben Gott. Dass ihr alle hier zusammenkommt, dass wir so ein schönes und warmherziges Zeichen raussenden für Frieden und für Liebe. Es ist ein Zeichen, das in die Welt strahlt. Ich finde das großartig. Wirklich vielen Dank, dass ihr da seid. Und es ist einfach toll, finde ich, wie wir gerade hier alle zusammenstehen und wie vielleicht auch in Deutschland die kleinen oder auch größeren Probleme oder auch in Europa die ganzen Differenzen, wie die eben in den Hintergrund rücken und wie wir dann doch eben zeigen, dass wir für die Geschichte an einem Strang ziehen. Das finde ich großartig. Es gibt nun aber eben auch in der Welt ganz viele Krisenherde. Und ich finde es schön, wie wir gerade zeigen, was für ein leichtes ist, Geflüchtete aufzunehmen, wie solidarisch wir sein können. Das ist ganz großartig. Und lasst uns da aus dieser fürchterlichen Tragödie einfach lernen, dass wir diese Solidarität einfach, vielleicht einfach auch der ganzen Welt zeigen. Egal, wo du herkommst, egal, was du bist. Okay? Vielen Dank. Das ist wirklich ein sehr schönes Bild von mir. Ich stehe hier sehr gerne. Wir haben noch einen Song für euch und wir haben eine gute Freundin mitgebracht. Die hat sich heute Morgen ganz früh aufgemacht und ist aus der Tschechei, aus Prag, extra hierher gefahren. Und bitte macht mal einen Riesenapplaus für Marta Jandova! Schön, dass du da bist. Ich bin sehr froh, dass ich da bin. Ich wollte nur eins sagen. Erstens bin ich sehr aufgeregt. Zweitens finde ich es toll, dass über drei Wochen nach dem Kriegsanfang, dass ihr trotzdem alle auf die Straßen gegangen seid, dass ihr trotzdem heute Abend hier seid. Und eins will ich sagen, dass ich sehe hier ganz viele Transparente mit dem Namen von Putin drauf. Es ist ein Mann, der wahrscheinlich noch nie im Leben richtige Liebe kennengelernt hat. Und deswegen hat er nichts anderes anzubieten als eben Hass, Krieg, Blut und viele traurige Menschen. Und in Tschechien bei mir zu Hause sagen wir immer einen schönen Satz, der unser damaliger Präsident Václav Havel gesagt hat. Und das ist,
Die Wahrheit und die Liebe, die werden immer gewinnen. Zwischen Russland und der Ukraine zusammenzukommen und zu kämpfen. Mein Herz und meine Gedanken sind bei all den Menschen, die in diesem, wie jedem sinnlosen Krieg Angehörige verloren haben und hoffe sehr, sie finden irgendwann ihren Trost. Ich möchte euch allen heute noch einen schönen und friedlichen Abend wünschen. Von Herzen, euer 1986. Lass uns ein bisschen von Bayern sein. Ein bisschen gut. Als all der ganze Scheiß. Lass uns ein bisschen mehr nach vorne gehen, sodass wir viel zu nah am Abgrund, doch auch ganz nah bei der Sonne stehen. Lass uns ein
kleines Stück von uns verschenken in der Hoffnung, jemand pflanzt das Seil. Lass uns die Waffen niedernehmen, selbst vergeben.
heute vielleicht lieber. Was für ein wunderschönes Zeichen hier heute. Dafür, dass so viele Menschen mit einem Mal absolut gar nicht einverstanden sind. Mit jeglicher Art von Krieg, egal wo, neuerdings in Europa. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr heute ein Zeichen für Liebe und für Frieden in die Welt sendet. Mein Name ist Joris. Ich freue mich sehr, hier aus den Möglichkeiten alles rauszuholen, die wir uns hier halten, hier heute Abend. Danke, dass ihr uns fragt. Das hier ist neue Musik, ladies and gentlemen.
Sonne in meiner Seele, Sonne in meiner Seele, Sonne in den Bäumen, Sonne. Halt, halt, shoot so oh, oh, in the city für immer, so bleib für immer, so halt. Für immer so bleib.